Von der Premierenveranstaltung unserer politischen Akademie sprach Erika Steinbach. Die Tagung in der Spandauer Zitadelle sei zudem die erste öffentliche Veranstaltung der Desiderius Erasmus Stiftung in der Hauptstadt Berlin. Es geht also los mit der AfD-nahen Stiftung, abgekürzt DES. Die von der Partei im Frühsommer offiziell anerkannt und damals beim Augsburger Parteitag von der Stiftungsvorsitzenden Steinbach mit dieser Formulierung vorgestellt worden war. Deutschland ist ein Fall für den Psychiater, und mit dieser Stiftung wollen wir die Therapeuten sein. Die erste Therapiesitzung am Samstag, mit 6 Stunden Dauer und 4 Vorträgen sowie einer Podiumsdiskussion als Kongress annonciert, trug den Titel, 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs. Die europäischen Friedensordnungen seit 1918 und das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ist ein vielschichtiges Thema. Auch unter dezidiert konservativen Wissenschaftlern gehen dabei die Meinungen weit auseinander. Doch am Samstagnachmittag zog der Diskussionsmoderator Max Otte der im Mai das nationalkonservative Neue Hambacher Fest organisiert hatte. Folgendes Resümee der Tagung, bei der Problemanalyse sind wir uns weitgehend einig. Auf dem Podium und im Publikum. Die Problemanalyse für die Gegenwart sah so aus. Des Steinbach vor den knapp 200 Zuhörern aus dem AfD-Kernmilieu. Die Migrationspolitik seit 2015 als die eklatanteste Missachtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker bezeichnete. Steinbach wandte sich gegen eine Vertiefung der politischen Union in der EU und forderte ein Europa der Vaterländer als Staatenbund. Was Deutschland betreffe, so sei dieses selbst vergessen. Sie habe, so Steinbach, das Gefühl, man freut sich, wenn halb Afrika herüberzieht. Bei der Problemanalyse für die Zeit zwischen dem Ende des Ersten und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs gingen die damit befassten Referenten auf die Kriegs- und Vernichtungspläne der Nationalsozialisten nicht ein. Vielmehr konzentrierte sich der Wiener Historiker Lothar Höbel darauf, dass mit dem System von Versailles keine neue Weltordnung geschaffen werden konnte und zahlreiche Probleme ungelöst geblieben seien. So sei das Selbstbestimmungsrecht nur einigen Völkern zugestanden worden. Nicht aber den Sudetendeutschen in der neu gegründeten Tschechoslowakei, auch nicht den Ungarn in Rumänien und den Ukrainern in Polen. Diese Probleme seien dann Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre gelöst worden.
sagte Hövel und ließ es ausdrücklich offen, ob man gelöst in Anführungsstriche setzen sollte oder nicht. Zudem hätte die militärische Abschreckung zwischen den europäischen Mächten nicht funktioniert. Und Großbritannien sei an einigen Vertragsbestandteilen von Versailles kaum interessiert gewesen. Daher, so Hübelt, lagen Hitlers erste Erfolge in der Luft. Die gesamte Zeit zwischen 1914 und 1945 bezeichnete der Rheinland-Pfälzische AfD-Politiker und Historiker Stefan Scheil als 30-jährigen Krieg um die Frage, ob es Deutschland gelingt. Sich zu einer Art Weltmacht auf Augenhöhe mit anderen Mächten zu entwickeln, ob also, amerikanisch gesprochen. Zentraleuropa tatsächlich ein Quell von Weltmacht wird, oder ob Deutschland weiterhin ein Objekt außereuropäischer Mächte sein solle. Konkret ging Scheil darauf ein, dass nach 1918 von einigen Politikern gefordert wurde, was Hitler 1938 erzwang, die Vereinigung von Österreich und Deutschland. Das Recht zu dieser Vereinigung sei den Deutschen und Österreichern unter Missachtung der Selbstbestimmungsmaßstäbe verwehrt worden, denn, so Scheil, es hat Nationalsozialismus hin oder her, natürlich auf westlicher Seite Befürchtungen wach werden lassen, dass, wenn man den Deutschen gestattet, Selbstbestimmung auszuleben, dies für jede andere Großmacht eine absolute Bedrohung sein müsste. Später während der Podiumsdiskussion sagte Scheil, es habe dann nach 1945 zur Gründungsurkunde der Bundesrepublik gehört zu sagen, wir müssen uns jetzt abschaffen.